Tag. Hallo. Na, wo geht's hin? Erstmal nach Mannheim. Schön. Und dann den Herbsturlaub. Ja, super. Freue mich schon. Ich bin auch. So, jetzt geht's los. Einladen. Weißt du. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Marion, Harry und Cookie. Wir haben unseren Herbsturlaub und wollen nach Frankreich und eine Rheintour machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Viel Spaß bei diesem Video. Jetzt einmal kommen wir gleich in Ladenburg auf dem Stellplatz an. Okay, da ist dann nun der Stellplatz in Ladenburg. Der ist ganz prima, wir sind da schon ganz oft gewesen. Da ist Platz für 52 Wohnmobile. Der kostet 12 Euro die Nacht, plus Strom. Und Entsorgung ist natürlich mit drin und Wasser kostet 1 Euro. Rechts seht ihr den Platz, da ist, der ist neu angebaut. Den gab es noch nicht immer. Und jetzt gehen wir mal einmal über den anderen Platz. Da kommt jetzt eine Hütte, da kann man sich anmelden. Zweimal am Tag ist da offen. Oder aber man kann auch Geld in den Umschlag stecken und einwerfen. Das geht auch. Das, wie gesagt, der neue Teil. Und auf der anderen Seite der Teil, den es schon länger gibt. Ein sehr, sehr schöner Platz. Kann man wirklich nur empfehlen. Ja, und wie ihr seht, Harry und Cookie haben es sich schon gemütlich gemacht.
Hier dann so die letzten Eindrücke von Ladenburg am Neckar. Morgen geht's weiter. Da wollen wir nach Frankreich, nach Straßburg. Und keine Angst, für euch ist auch Platz. Also kommt gerne wieder mit. Bis morgen. Das ging schnell, oder? Wir sind schon in Straßburg angekommen. Hier stehen wir auf einem Campingplatz bzw. davor. Also auf dem Platz selber wollten wir nicht. Und davor ist ein Platz für Wohnmobile. Gut, der kostet 24 Euro ohne alles. Das ist nicht ganz günstig, aber ehrlich, die Stadt ist es wert. Also da sind wir jetzt nicht mitgefahren, weil das Wetter sah jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn es trocken bliebe. Und richtig warm war es auch nicht. Jetzt werden wir hier die Nacht verbringen und morgen geht es weiter nach St. Louis. Da ist ein Schiffshebewerk. Das wollen wir uns ansehen. Also schlaft gut, damit ihr ausgeschlafen seid. Bis morgen. Ich habe noch Glück gehabt.
des variétés qui ont emprunté l'ancienne vallée de Nice-Écluse reproduisent exactement le même effet, mais qui ont parlé 13 heures d'une journée complète de la migration. Da ist nun das Schiffshebewerk in Aktion. Und es ist ja wirklich beeindruckend, was alles möglich ist. Das ist einfach super. Ja, das war also das Schiffshebewerk. Und morgen geht es wieder weiter. Da fahren wir nach Nancy und Metz. Also nicht schwächeln, kommt mit. Aber vorher gibt es noch mal ein paar Aufnahmen aus dem Maschinenraum. Da wird es ganz schön laut.